abgehauen oder was? Sprechen die Deutsch? Ja. Achso, cool. Kommt mich die Polizei erwecken und dann haut sie wieder ab. So eine Scheiße, hab ich zum ersten Mal geschlafen. Na, dann suchen wir uns mal einen anderen Platz. Guckt euch das mal an. Der sitzt da unbescholten. Da sagt die Polizei nichts oder was? Und mich kloppen die hier aus dem Bett oder wie? Ich geh jetzt einfach wieder schlafen, weil die können mich am Arsch lecken. Ich kann das immer noch gar nicht so schaffen, was das jetzt hier mit wie, unter welcher Bewandtnis, warum die mich hier rauskloppen und die sitzen hier, weil die außerhalb vom Auto sind. Ich war im Auto oder was? Also, oh, da habe ich zum ersten Mal gepennt, ey, länger als um 5. Jetzt habe ich so ein Hirnrammeln. Oh. Ich leg mich jetzt einfach nochmal hin hier. Versuch nochmal zu schlafen. Donnert der hier mit einer Wucht dran? Ist bestimmt eine Beule im Auto. Ich verstehe. Und der sitzt hier in voller Montur mit Tischstühle. Hast du nicht gesehen? Da, ich muss da nochmal drüber grübeln. Merkwürdige Bestimmungen hier. Naja, da weiß ich auf jeden Fall, dass ich nie einfach mehr so, vor allem an der Straße, man kann mich ja sehen, ich zeige euch das dann nochmal. Da sind die bestimmt extra rumgedreht. Ich fasse es mir echt nie, ey. Vielleicht bloß da unten stehen geblieben, wo ich euch gestern gezeigt habe, aber ist egal. Da weiß ich auf jeden Fall, dass die nächsten Male etwas versteckter definitiv ausfallen. Guten Morgen. Ich komme mal überhaupt nicht aus der Sicht, das ist schon um 10. Ich mit der neuen Nachbarn. Aber jetzt prasselt die Sonne, sie ist so krass runter. Es wird langsam heiß in der Bude. Ich muss jetzt oben aufmachen, die Hunde müssen ja auch raus. Und oh, wenn das so warm ist, brauche ich erstmal einen Badeplatz. Genau, das ist ein Plan. Also, ich habe jetzt gar nicht mehr, ich habe nur so oberflächlich geschlafen, weil die Polizei, die hat mich halt früh so gekillt, ey. Ich habe die ganze Zeit über Schiss gehabt, dass die doch nochmal kommen, aber der hat ja gesagt, ja, fürs nächste Mal. Also hat er mir ja praktisch das okay gegeben, dass ich jetzt erstmal hier stehen darf. Zumindest halt nie über Nacht. Naja. Egal. Ich muss mal gucken, wo ich Wasser finde. Ach ja, ich bin ja gestern nochmal umgeparkt, ne? Weil ich habe ja versucht, auf die andere Flussseite zu kommen und ach, ging ja nirgendwo so risch und deswegen bin ich dann hier und deswegen haben die mich auch von der Straße aus natürlich gesehen. Naja, holen wir erstmal die Wuffis. Ja, aber ganz ehrlich, Leute, der Fluss hier, der ist so glasklar. Ich werde hier einfach bleiben. Ist so geil. Ab und zu mal kurz reinspringen, erfrischen. Reicht mir für heute. Da kann ich wenigstens immer stehen bleiben und mal ein bisschen annähernd relaxen, ne? Ich werde jetzt hier bloß mal umparken, weil der steht ja in der prallen Sonne. Das flimmert. Ja, was erzählst du denn? Hast du Hunger, Buddy? Hä? Ich werde jetzt hier drüben in den Schatten fahren. Was ist los? Guten Morgen. Au, oh, du Ratte, ey, kickst mich hier um. Hast du Hunger oder was? Hä? Ja, ist ja gut. Ich fange an mit Kochen, warte. Also ich finde es hier mega. So sauber sehen manche Seen bei uns nie aus, ne? Ich war heute ganz doll faul. Ich konnte nicht anders, ich wollte zu viel machen, aber oh, war ich müde. Und jetzt bin ich gerade auf dem Weg nach Coppa. Ich musste aber durch Italien. Ich denke, ich werde vor der italienischen Grenze werde ich Halt machen, weil 3 Stunden ist mir dann doch zu fett. Und oh, ich muss hier über die Berge, ne? Durch die Berge. Und das ist so toll. Also wir kommen ja immer höher. Und ich habe so eine Höhenangst, das ist unglaublich. Selbst hier oben habe ich Schiss, ne? Du bist hier schon fast in den Wolken. Das ist so geil. Aber die Straßen hier, die Bergstraßen sind eine einzige Katastrophe. Ich muss euch das mal zeigen. Die sind hier so eng. Wenn dir hier noch so ein Heimer oder wie die heißen, ja hier die Wohnmobile, hier entgegenkommt, kannst du vergessen. Ne? Da, ich musste gerade ein ganzes Stück Berg zurück. Das ist schon nie ohne hier. Aber es ist so krass. Ich bin gespannt, was mich dort oben jetzt noch erwartet. Ich hoffe, ich sehe noch ein paar schöne Impressionen. Immer wenn ich so einen geilen Platz mal habe, wo man richtig schön Panoramaaufnahmen machen könnte, steht schon irgend so ein Trottel und hat den gleichen Gedanken. Aber hier sieht man wenigstens so einen kleinen Blick und das ist so schön, ne? Ich muss euch das zeigen. Vor allen Dingen umso höher du kommst, umso mehr Wind. Ich glaube, hier kommt ein Gewitter. Mal sehen. Guckt euch das auf jeden Fall erstmal an. Es ist so geil und dort mittendrin in den Bergen diese.
dieser See und die sind immer so glasklar. Da kannst du wirklich neidisch werden, ne? Ich hoffe, ihr versteht mich noch durch den Sturm. Aber hier oben ist wenigstens ein geileres Wetter, ey. Das war unten so eine Brut, ey, irre. So, auf geht's. Jetzt hoffentlich ohne Stopp, es sei denn, ich finde noch was richtig Geiles. Gerade einen mega schönen Campingplatz gefunden. Da überlege ich echt jetzt, ob ich vielleicht doch hier bleibe. Hier sind übelst wenig Leute. Ne? Ich kann euch das ja mal zeigen. Also ich finde, das sieht hier übelst idyllisch aus. Und romantic. Müsste man natürlich mal fragen, was das kostet, ne? Weil die sind hier echt nicht günstig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das, was ich jetzt alles hochgefahren bin, muss ich natürlich auch jetzt alles wieder runter. Alter, ey, das ist so unglaublich geil, ne? Aber kennt ihr das? Ich hatte das früher schon immer in der Schule. Manchmal hat man so ein ganz komisches Bauchgefühl und da passiert meistens immer irgendwas Komisches noch. Und als ich das früher hatte in der Schule, haben wir meistens unangekündigte Arbeiten geschrieben. Irgendwas ist halt komisch, ich weiß aber nie was. Ich hoffe, ja, dass nicht noch irgendwas passiert oder so. Jetzt habe ich es aber ausgesprochen, da passiert nichts. Habe ich recht? Habt ihr recht? Hier sind 100.000 kleine Gassen, ja. Das Navi schickt mich links, rechts, links. Ich fahre nur im Kreis. Ich kriege einen Anfall. Da waren gerade so nette Einwohner, die haben gesagt, willst du hoch? Also, ne, in Zeichensprache. Aber kannst du vergessen, hier ist doch schon wieder Ende Gelände. Ich weiß nicht, was die Uschi hier ständig will. Ich verstehe die nicht. Boah, Leute, ich bin völlig fertig. Ich komme gerade hier oben einen Motorradfahrer entgegen. Hier, so, ne. Alter, der kommt um die Ecke geschossen auf meiner Bahn. Ich auf die Bremse, der war genauso erschrocken, der ist gleich hoch. Der ist so knapp vorne an meinem Licht hier vorbei. Also auf der anderen Seite. Alter, hier, ich habe voll den Dattrichen, ey. Ich brauche jetzt mal einen Kaffee. Nee, eine Milch oder so. Gott, ey. What the fuck. Und danach kommt gleich noch einer. Der ist aber over, der war nicht ganz so knapp. Also, was ist denn mit den Leuten in Ordnung, frage ich mich. Leck mich am Arsch, ey. Oh, mein Herz. Nee, also, weißt du, wenn man sich jetzt wenigstens mal abwechseln könnte mit jemandem, der noch mitfährt oder so, ob wenn der alleine die ganze Scheiße, das ist echt nichts für mich, mach ich nie wieder. Also nicht solche Touren, ne, das ist, boah. Alter, ich muss jetzt erstmal atmen. Ey, die lösen uns hier mitten durch die Baustelle. Das habe ich noch nie gesehen, sowas, ne. Das ist krass, hier gibt es wahrscheinlich keine andere Umgehungsstraße oder irgendwas. Und im ganzen Dorf haben sie die Straße aufgerubbt. Fährst du alles die ganze Zeit durch die Baustelle, ey. Ich hab gerade mal die kaputten hier vorbeigelassen. Die haben mich gestresst. Die Hungerbohnen hier. Aber die haben sich nett bedankt. Geil. Ey, die Hunde, die liegen ja immer einfach so vor der Haustür. Am Straßenrand, ja. Das bewundere ich ja immer total. Also mit Buddy und Phoebe wäre das völlig unmöglich. Die wären beide sofort weg, die würden sofort stiften gehen. Also gerade Phoebe, die würde erst gar nicht wiederkommen. Buddy würde zwar wiederkommen, aber der würde ohne jeden Garten rumschnarchen. Also völlig undenkbar, ey. Ja, bei uns sowieso. Da gibt es glaube ich eine Anzeige. Dein Hund läuft frei rum. Alter, diese engen Straßen hier, die killen mich, ne? Ich darf dir nicht entgegenkommen. Das macht mich wahnsinnig. Sehr, sehr anstrengend. Es geht jetzt hier schon über eine Stunde nur bergab. Das ist natürlich geil. Rechts abbiegen, ja, ist in Ordnung. Weil Spaß Sprit ohne Ende, aber leck mich am Ärmel, es ist übelst anstrengend. Links. Das tolle Wasser im Eis. Ich liebe den ihre Flüsse, ne? Und Seen und überhaupt. Guck mal hier mit dem Dunst auf der Straße und dem Licht und Schatten, das siehst du manchmal nicht hier, wo die Straße weitergeht. Aber wie man sieht, ne, gibt es hier halt auch ältere Häuser. Alles ist dann doch nicht so schick. Also gerade auf den Dörfern, umso weiter du hier ins Land reinfährst, das sieht man nur, hier ist genauso, ne? Es ist schon etwas älter und heruntergekommener. Aber trotzdem alles nur sehr gepflegt.
Mensch, warum schreist denn du mich? Ich schreit mich ständig an, ey. Jetzt haben die ja schon wieder so einen geilen See. Oh, hätte ich das gewusst, hätte ich mir versucht, hier irgendeinen Plätzen, aber da hast du meistens keine Chance. Oh, die sind alle so schön! Geh ich kaputt, ey. Ist genau meins. Ne? Wasser ist meine Welt, ey. Fällt euch was auf? Wir kommen Italien immer näher. Und ich finde, die Länder passen sich dann immer an, so vom Aussehen her. Also es ist genauso Bayern, könnte man schon denken, das ist so ein bisschen wie Österreich. Und umso weiter du von Österreich aus halt nach Slowenien, irgendwie passt sich das so immer an, ne? Und jetzt sieht Slowenien langsam aus, so ein bisschen wie Italien. Zumindest die fahren hier auch ohne Helm, die sind alle irre. Alle irre. Ich bin ja heute wirklich immer quer durch Slowenien gereist. Also wie sich das Land verändert hat, ist krass, ne? Und auch die Bauweise hat sich komplett verändert hier. Also ich hoffe, ihr seht das im Vorbeifahren. Ich glaube nicht so richtig. Ne? Also das ist ganz anders wie da, wo ich herkomme. Du könntest echt schon denken, du bist in einem anderen Land. Das ist krass. Komm. Ich muss den Wuffis erstmal... Könnt ihr mal vielleicht euch entscheiden, in welche Richtung? Sag mal. Also ich muss den Wuffis erstmal schnell hier ein paar Minuten gönnen. Die haben bestimmt Hunger und Durst, wenn man jetzt nur wüsste, was das heißt. So, bestimmt kein Schiffsmotor, hä? Naja, also ich glaube, das wird heute ein bisschen schwierig, einen Platz zu finden, weil... Au! Oh, hat fette Dornen das Ding. Einen ordentlichen Platz zu finden, weil es egal welchen... Selbst im Dorf hier, egal wo du reinkommst, steht immer sofort Schild, Camper verboten. Wunderbar, es könnte heute ein bisschen schwierig werden. Na, guck doch mal hier. Das sieht ja gut aus. Phoebe hier. Was trinken gehen? Komm mal her, Buddy. Ich mach dich mal ab. Komm her, mein Dicker. Geh mal gucken, los. Phoebe, geh mal was trinken, los. Ja, siehst du, die haben Durst. Die hat wieder Schiss hier. Geh mal was trinken. Die Wurzel in dem Wasser, das sieht so geil aus. Guck mal, ich hab dich mal zu essen mit Buddy. Nein. Knast hat sie die kleine Schnecke. Hier ist schon wieder so krass schwül, ich könnte auch gleich mal in die Plache springen. Eigentlich könnte man ja auch hier runterfahren und sich hier unten hinstellen, aber da stehe ich ja wieder direkt an der Straße. Nicht, dass ich morgen früh wieder so sanft geweckt werde. Guckt euch diese Straße an! Da passt lediglich ein Auto durch, ey. Betet zu Gott, dass mir hier niemand entgegenkommt. Wie willst du denn das hier abfangen? Hier wachsen zumindest schon mal Palmen am Straßenrand. Na, jetzt hätte es auf jeden Fall fast geklappt. Hier kommt ein Auto runter. Das ist echt, also ich weiß gar nicht, warum man so eine Straße baut. Jetzt habe ich mich übelste Kilometer hochgequält, um so einen tollen Platz zu finden, wo ich mich wohlfühle. Jetzt ist die Karre übelst heiß gelaufen. Die Rocho ist ganz komisch. Ich habe ein bisschen aufgemacht, damit das schneller auslüftet. Oh, ich hoffe jetzt hier... Nie, dass jetzt hier noch der Holocaust kommt. Vielleicht war das heute mein dummes Bauchgefühl. Werden wir mal sehen. Na, jetzt haben wir erstmal Zwangspause. Die Wuffi freut's. Und ich hoffe, ich finde heute noch einen gediegenen Platz für mich. Ich möchte mich mal so richtig, ohne irgendwie, jetzt hier oben auf dem Berg so eine freie Wiese, wo du Rundumblick hast und keine Sau kommt. Das war natürlich perfekt. Ich weiß nicht, ob ich es riskieren soll, noch das Stückchen hochzufahren, weil eigentlich ist der Berg ja jetzt hier zu Ende, ne? Und guckt euch mal die Aussicht an, durch die Bäume durch. Ich versuche das da mal ein bisschen ranzuholen. Aber wenn du dort oben freie Sicht hast, ey, sind Bäume da. Das wäre so optimal, alter Schwede, ey. Das wäre mal richtig geil. Ich bin gerade echt ein bisschen lost und down. Überfordert mit der Gesamtsituation. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, wenn jemand dabei wäre, würde ich mich gar nicht so anstellen, aber ich weiß nicht so richtig, wo ich mich hinstellen soll. Ich habe aber auch Schuss, mit dem Auto jetzt hier noch hochzufahren. Weil wenn mit der Karre irgendwas ist, bin ich richtig am Arsch. Ich glaube, ich lasse mich jetzt einfach nur zurückrollen und stelle mich dahin in der Hoffnung, dass mir keiner auf den Sack geht und dass irgendwie alles gut geht.
So richtig wohl fühle ich mich aber irgendwie nicht, ich weiß auch nicht. Ich war gerade drauf und dran, eigentlich die ganze Scheiße hier abzubrechen, ne? Bloß bis nach Hause sind sie auch Stunden. Das fahre ich ja nie immer irgendwie mal so in einem Rutsch, ne? Und ich habe auch keinen Bock hier, die Maut und alles bezahlt zu haben und ja, um die Strecke in Kauf genommen zu haben und dann einfach das hier abzubrechen und nach Hause zu fahren. Ich wollte ja schon gerne noch ein bisschen was sehen, ne? Aber auch morgen, wenn ich sage, ich würde gerne mal nach Italien, muss ich das jetzt sowieso durch, da habe ich echt Schiss, dass die mir die Karre aufbrechen, ne? Ich habe jetzt so viel Geld da reingesteckt, das ist mir jetzt echt nicht mehr egal. Gerade jetzt nach dem Umbau. Tja, du kannst dich halt irgendwie mit niemandem so richtig austauschen, ne? Ist auch egal, aber wenn du zu Hause anrufst, das kann ja keiner wirklich so richtig nachvollziehen, wie es dir geht. Und deswegen, ja, ist irgendwie alles scheiße gerade. Ich mache das nie wieder, alleine in Urlaub und dann so weit weg, es ist blöd. Naja, nennt mich ruhig Muschi. Dann ist es halt so, oh Mann, ey. So eine Scheiße. Ich kann das auch nicht wirklich genießen jetzt hier gerade. Ich bete jeden Tag zu Gott, dass die Karre durchhält. Naja, also ich habe auch jemanden in Kroatien, die sind dort gerade unterwegs. Aber das sind halt auch Wandernomaden, die bleiben mir auch nicht an einem Ort. Nun weiß ich nicht, ob das noch hinhaut, ob wir uns treffen. Da würde ich mich natürlich weitaus wohler fühlen. Ich weiß ja nicht, wie es nun dort ist, ne? Ob man dort ordentlich stehen kann irgendwo. Ja. Also hier ist es mir mittlerweile ein bisschen zu kritisch nach dem Morgen heute. Das hat ganz schön reingehauen, ey. Naja, also ich denke mal, hier oben wird vielleicht keiner kommen. Ich stelle mich jetzt dort unten hin, mir bleibt doch keine andere Wahl. Also unten an der Straße sieht mich ja erstens jeder, ne? Da können ja Leute einfach anhalten und ja, mich nachts aus der Karre zerren, wenn du so willst. Hier oben kam bis jetzt noch keiner. Hier ist er wirklich relativ ruhig. Die Phoebe, die geht mir übelst auf den Sack, die schlägt hier bei jedem Mist an, bei jedem Knacken hier im Unterholz und da steht mir immer gleich das Herz still. Aber genug gejammert. Geben wir es an, wa? Man wächst dann mit seinen Aufgaben. Ich hoffe, die Nacht geht schnell vorbei und ist ruhig und ja, naja. Aber schön, dass ihr dabei seid, dass ich das wenigstens mit irgendjemandem teilen kann. Nun gut. Gehen wir es an, wa? Jetzt kommt hier tatsächlich ein Auto. Ich bin gerade weggefahren. Ich habe mich zwar jetzt so hingestellt, dass die gut vorbeikommen, aber die bleiben stehen und gucken blöde. Hat der Kratzen mir gesagt, na, nicht gut. Was meint er denn jetzt damit? Der hat hier nach unten gezeigt, entweder soll ich hier nicht runterfahren oder ich soll hier nicht stehen, ich weiß es nicht. Ach, was weiß ich. So wird das schlechte Gefühl natürlich auch nicht besser, ne? Ich mache mir jetzt wenigstens noch schnell fix was zu essen. Eine Kleinigkeit, ein paar Kartoffeln. Oh, ich liebe die am Glas. Ihr könnt mich dafür verurteilen, wie ihr wollt, aber das ist total genial. Statt das stundenlang gekochen, ne, sind einfach fertig und gut ist. Ich habe noch eine Tüte Hühnerfrikassee, die wird ja auch nicht besser. Gibt's heute mal mit Kartoffeln. Und fertig ist der Lack. Das sind 5 Minuten fertig. Einfacher geht's echt nicht. Wie immer ein bisschen Zitrone, ein paar Gewürze dran und dann hat sie es schon geschissen. Und nebenbei gucke ich ein bisschen René, mein Freund. Da habe ich ein bisschen das Gefühl, ein Freund ist dabei. Ein bisschen. Ist echt schlimm, ne? Wenn dein Kopf dir so ein Kino bereitet und du überhaupt nicht mehr drauf klarkommst, ist das schon echt scheiße. Naja, ich zirbel mir das jetzt rein. Ich werde echt Zeit schon ins Bett gehen und morgen früh meinen Wecker stellen, dass ich bei Zeiten hier auch wieder wegkomme, ne? Vielleicht falle ich da auch gleich gar nicht so auf, dass ich mir um 7 Wecker stelle oder so. Und ich werde jetzt noch mit Freunden schreiben und machen, dass ich mich ein bisschen ablenke. Und dann hoffe ich, ist die Nacht schnell vorbei. Leute, ihr macht euch echt kippelt. Ich bin gerade völlig am Ende. Ey, ohne Scheiße, wenn ich lache. Ich habe so eine Todesangst gehabt, ne? Ich liege dort oben in der Karre, quatsche mit Freunden. Auf immer wackelt's an der Karre. Ganz komische Geräusche. Da ich dachte, was soll denn das jetzt? Dachte ich erst hier. Und dann kommen so die komischen Schreie. Und da habe ich gedacht, ist das jetzt ein Ablenkungsmanöver oder was? Oder dass ich rauskommen soll oder wie auch immer. Und die schreiben mir vielleicht gerade Reifen ab oder irgendwas. Ich habe keine Ahnung, was das war. Also ein Mensch kann nicht so schnell verschwinden, der hat so Schritte gehört. Das muss jetzt endlich doch ein Tier gewesen sein. Ich dachte, also das Ablenkungsmanöver oder ich weiß es nicht. Dieses, ich habe da so ein Tier, habe ich aber auch noch nie gehört. Keine Ahnung. Du hast frisch gebissen am Lachs. So. Auf jeden Fall war das echt scheiße.
Ich stehe jetzt hier bei so einem Restaurant. Sieht man das, ja? Weil das ist das einzigste weit und breit hier. Hier gibt es nur Berge und ein bisschen Wasser und die eine Schnellstraße. Und ich weiß nicht, wohin. Und ich habe hier null Netz. Ich kann mich nicht mehr navigieren lassen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich jetzt hier stehen kann oder ob die mich dann wieder zusammenscheißen. Über Nacht einfach mal. Ich wollte eigentlich zu irgendeinem Spar oder irgendwie einen Einkaufsladen, dass ich dort auf dem Parkplatz sein kann. Ja, aber ohne Navi ist scheiße, ne? Weißt du nicht, in welche Richtung? Leute, also so eine Scheiße. Das passt halt echt zu diesem Arschlochtag, ne? Dieser Tag hat scheiße begonnen und endet genauso beschissen. Ich habe jetzt eine Freundin unterwegs, also meine Freundin hat mich die ganze Zeit hier unterwegs angerufen auf dem Weg, weil ich sagte, erzähl mir irgendwas, mein Kopfkino. Ich habe so einen Schiss, dann diese Berge wieder runter, weil vorhin das Auto fast reingefahren ist. Leck mich am Arsch. Das ist im Moment kein Urlaub, Leute. Wenn ich nach Hause komme, brauche ich Urlaub. Ich bin ja null erholt. Furchtbar. Ich bin jetzt hier in die nächste Stadt geflüchtet. Ich suche jetzt hier noch einen Parkplatz. Ey, vielen Dank, Baggerossi. Ohne Scheiß, ey. Ohne dich war ich so aufgeschmissen. Ich schwöre dir. Ah, das ist nämlich ein ganz, ganz lieber Zuschauer. Und der hilft mir hier gerade echt übelst aus der Patsche, ey. Und die Hunde... Die machen die Beste, die machen das Beste draus, muss ich euch mal zeigen, ey, die zwei gehen gar nicht. Die sind so tapfer. Ach geil. Oh Schnecke, das machst du ganz toll. Ganz klasse, Buddy, du auch. So toll, dass ihr das mitmacht, den ganzen Scheiß, ey. Es ist ganz schön dunkel, ich hoffe, ihr seht mich noch. Also ich kann wieder lachen. Es war echt die Hölle. Ich habe jetzt einen Platz, was ich nie gesehen habe, dass hier unten gleich die Gleisen sind. Aber das nehme ich jetzt auch im Kauf. Die haben übelste Atomgrillen. Ich habe noch nicht so laute Grillen in meinem Leben gehört. Wahnsinn. Also ich fühle mich hier wohl. Hier ist beleuchtet. Hier sind, das ist mitten in der Stadt halt, ne? Ist mir scheißegal jetzt. Besser als Natur. Ich hasse ab sofort Natur. Also das geht übelst ins Ohr, ey. Was ist denn das? Sind diese Atomgrillen oder was? Schnauze! Ich habe hinten mein Fenster! Kannst du gleich wieder gehen. So Leute, ich gehe jetzt ins Bett, ich habe diese Schnauze voll. Ja, wir sehen uns am Morgen früh. Ich bin jetzt 7 Minuten von Italien, von der Grenze hier entfernt. Hier geht es so klein nach Coppa, aber ich glaube, da kann ich nicht so lange wegen der Maut. Auf jeden Fall habe ich es nicht mehr weit. Und ich wollte jetzt aber nie gleich nachts hier, die erste Nacht gleich in Italien. Und da habe ich Angst. So, also jetzt gutes Nächtle. Leute, ich muss mich nochmal melden. Ein Elend, also zumindest hat diese komische, chaotische Aktion dafür gesorgt, dass mein Launebarometer wieder oben ist. Wenn auch auf eine beschissene Art und Weise, ja. Ich schieb mir jetzt echt noch eine Liebeskomödie rein, so eine richtige Schnulze zum Runterkommen. Also Horrorfilme habe ich gleich erstmal gelöscht. Gibt's keine mehr in der nächsten Zeit. Oh, ich sage euch, aber sobald der Buddy sich im Auto bewegt und das Auto wackelt, da kommt's mit Lana mal, fährt's mit Lana mal so richtig rein. Alter Schwede, das war wieder ein Abenteuer. Auf was ich hätte verzichten können, ohne Scheiß, ja. Nee, du, also schick die Bergmanni auf Reisen. Nee, ich wollte euch nur noch mal mitteilen, mir geht's jetzt wieder gut und ich glaube, ich kann dort richtig gut schlafen hier. Ich kann hier ganz beruhigt das Fenster offen lassen. Hier kann ja keiner mehr hinter das Auto krauchen. Ich habe ganz eng geparkt und ich werde heute schlafen wie ein Baby. Also dann, gute Nacht, bis morgen. Aber seht ihr, ich habe früh gesagt, ich habe ein ganz komisches Bauchgefühl, ne? Und ich werde davon meistens nie enttäuscht, dass mir dann sowas bevorsteht. Ich hatte ja schon ein ganz ungutes Gefühl, als ich da oben war, ne? Es war die ganze Zeit irgendwie so beklemmt. Naja, ich lebe ja noch. Oh Leute, ey. Was für eine Nacht, ey. Ich fasse es nie wirklich. Ich wollte erst die Szene nachstellen, damit ich das euch irgendwie begreiflich machen kann, ja, weil meine Freundin hat gestern gefragt, und hast du mitgefilmt? Nee, hab ich nie, ich hatte Todesangst, ja. Da denkst du auf jeden Fall als erstes an so eine blöde Kamera, ne. Also ich muss euch das nochmal ganz kurz erklären, damit ihr nicht denkt, ich hab völlig in einer Latte, ne. Ich lag gestern hier, hab noch mit ein paar Freunden gequatscht und Filme geguckt und ja, ich dachte, legst du dich langsam hin, machst du ein bisschen ruhig jetzt und auf einmal, ich lieg so ganz ruhig da. Immer fängt die Karre an mit wackeln, aber richtig, ne? Ich dachte, Alter, was ist? Ich dachte, der Buddy hat sich bewegt oder irgendwas. Oder Phoebe, manchmal, wenn der sich umdreht, der wackelt es ja schon manchmal ein bisschen, aber also nicht diesen, ne? Dann ist es so insgesamt so ein Wackeln. Und ich habe aber den seine Schnauze hier durchgucken sehen, der lag ganz ruhig. Ich sage, Alter, was war das? Da habe ich meinen Atem angehalten, aber es so krass, mit mich ja keine Atmen hört. Da habe ich hier aus dem Fenster geguckt, ne? Der Mond, der war ja schon so ein bisschen, was heißt,
So richtig hell war es nie, aber man hätte es gesehen, wäre dort jemand weggegangen. Ne? Und ich habe geguckt, also, da ist keiner. Bin ich aufgestanden, bin ich hier vor und habe hier vorne durch die Fenster geguckt. So. Niemand zu sehen. Ich dachte, was ist denn das? Sag, komm, du spinnst, legst dich wieder hin. Und da waren immer so ganz komische Geräusche. So, also ich kann das gar nicht nachmachen. Das habe ich noch nie gehört in meinem Leben. Never. Ja, also mit nichts vergleichbar, irgendwie, was ich kenne. Und dann habe ich mich wieder hingelegt, habe natürlich gelauscht. Auf einmal fing das Wetter an mit Wackeln. Und wieder diese Geräusche. Und dann hast du bloß gehört, wie die krallen. Also das muss, also man sieht aber nicht, war schon gucken. Also das Auto ist, also vom Lack her okay. Klar sind Kratzer dran, aber die waren auch vorher schon. Als würden richtig die krallen so den Lack runter. Und ich habe das mal hier probiert, das geht gar nicht. Also jetzt zeige ich das mal. Wenn du hier kratzt, ne? Also das, gut, ich habe kurze Fingernägel, aber das klang schon richtig nach krassen Krallen, ne? Also, na gut, außen ist der Lack noch ein bisschen anders, hier drin ist er rau. Das ist echt, also, so eine Scheiße habe ich noch nie erlebt. Ja, auf jeden Fall saß ich hier im Stockdunklen, ohne zu atmen, mit diesen Bewegungen und diesen Krallengeräuschen und diesen... Und dachte, what the hell? Und ich habe echt am Anfang gedacht, das sind irgendwelche Ablenkungsgeräusche, weil die mir gerade die Reifen montieren, weil das so gewackelt hat, ne? Krass. Und, aber diese Tiergeräusche und die Krallen, ich dachte, nee, also das muss irgendwas anderes sein. Wie kommst du jetzt aus dieser Scheißsituation wieder raus, ja? Ich habe dann meiner Freundin geschrieben, ich so, scheiße, Alter, bei mir ist hier irgendjemand an der Karre, die mit demontieren die Reifen oder irgendwas ist hier. Ich muss hier weg, ich habe Todesangst, ja? Und habe aber das Handy beiseite und ich habe gedacht, was machst du denn jetzt? Ich sagte, du musst hier weg. Und da habe ich... Ich auf 10 Spitzen durch mein Auto, Alter. Das kannst du eigentlich keinem erzählen. Da habe ich das Handy vorgeschmissen hier auf der Fahrersitze. Habe das aber völlig vergessen, ne? Und anstatt mir ein Messer oder sowas mitzunehmen, was mache ich? Bewaffne ich mich mit einer Taschenlampe. Also das geht mir heute noch nicht ins Hirn, warum ich bloß eine Taschenlampe mitgenommen habe. Ich dachte, du musst irgendwie vor, die Hunde haben aber vorne die Sitze blockiert, weil die ja vorne gepennt haben, ne? So, wie machst du denn das jetzt? Hab die Schiebetür aufgerissen. Und habe so laut geschrien, wie ich nur konnte, dass ich in der Hoffnung, dass alles, was hier ringsrum irgendwo ist, ich irgendwie verscheuche, verjage, Angst einjage oder whatever, ey. Und ich raus, es war aber alles in Sekundenschnelle, raus, die Tür zugeschmissen, rumgerannt wie eine arme Irre, die Tür aufgemacht, aber natürlich erst kurz davor auf den Off-Knopf gedrückt, nicht, dass zwischendurch irgendjemand sich ins Auto macht. Also solche Gedanken gehen dir dann durch den Kopf, ne? Also total irre. Rupp die Tür auf, schmeiß die Hunde auf den Beifahrersitz und hupp nein und sofort auf den Zugknopf, ne, dass sich hier ringsrum alles verriegelt, ey. Dann sag ich erstmal da. Und Totenstille. Ich hab geguckt, bewegt sich irgendwas, hörst du irgendwas? Nichts, absolute Totenstille. Und auf einmal zog ich sowas von zusammen, weil das Telefon geklingelt hat, vorne am Auto, ne. Das hat sich ja gekoppelt. Ich bin so erschrocken. Oh, da war meine Freundin dran. Ich mache mir Sorgen. Du hast gesagt, da ist jemand und jetzt meldest du dich nicht mehr. Ich so, ich habe Stress, es tut mir leid. Und ich dachte, bleib bitte dran jetzt hier am Telefon, begleite mich den Weg wieder runter, weil das war eine übelst enge Straße dort, ne? Bleib einfach dran, damit du wenigstens weißt, wo ich bin. Und du könntest, ich hatte kein Netz, ich konnte nicht mal Standort schicken, nichts, ne? Ich sagte, da nimmst du mir ein bisschen die Angst, sollen wir jetzt ein bisschen quatschen und so. Ich muss jetzt erstmal hier runter, ich muss irgendwo anders hin. Oh, naja, den Rest kennt ihr ja. Oh, alter Schwede, also das. Und ich habe auf jeden Fall mal geguckt hier nach Tieren und ich habe erst gedacht, das sind dann Vögel oder so vom Klang, ja, keine Ahnung. Aber die bewegen ja nicht das komplette Auto, ne? Auf jeden Fall habe ich mal nach Tieren in Slowenien geschaut. Warte. Also nur mal so zur Info für euch, falls jemand nach Slowenien möchte. Wie kann man das lesen? Ja, Slowenien gehört zu den bärenreichsten Ländern der Welt. Der Erde oder wie auch immer. Also Slowenien hat rund 900 bis 1000 Bären, ne, und gehört damit zu den reichsten Ländern mit der höchsten Bärenpopularität. Ja, jetzt weiß ich das auch. Und also es kann eigentlich nur sowas. Es war bestimmt kein Riesenbär, weil dann, ich weiß nicht, dann wäre das vielleicht anders ausgegangen. Aber also ich kann mir schon vorstellen, was anderes kann es nicht gewesen sein. Also das ist echt krass. Ja, das war meine erste Bekanntschaft, wahrscheinlich mit einem Bär. Und da habe ich mich so geärgert, wirklich. Ich habe diese Wildkamera, ne? Und ich wollte die auch noch aufstellen. Und oh, wird er nicht gemacht. Das kotzt mich an, ich vergesse die immer, ne? Das wäre natürlich Aufnahmen gewesen, ey. Leco mio. Naja, auf jeden Fall, ich brauche jetzt erstmal einen Kaffee. Nacht ist überlebt.
Machen wir wieder ein Abenteuer. Aber ich sag euch, ey, Adrenalin pur, ne? Das war so krass, so krank, ey. Naja, hab's ja überlebt.